In den Zeiten von Trailern, die entweder den Film nicht akkurat präsentieren oder einfach zu viel verraten, ist es doch eigentlich mal richtig angenehm, einen Streifen im Kino zu sehen, von dem man weiß, dass er richtig gut ist. Vorhang auf für Terminator 2, der im Oktober 1991 in Deutschland in die Lichtspielhäuser kam und auf der ganzen Welt ein riesiger Erfolg war. Arnold Schwarzenegger war damals auf dem Zenit seiner Popularität. Action-Szenen waren noch so gefilmt, dass man kein Schütteltrauma beim Zuschauen bekam und die Computereffekte wurden noch nicht exzessiv für jede Kleinigkeit benutzt. Jetzt, mehr als 25 Jahre später, kommt Terminator 2 wieder in die Kinos und zwar in 3D. Dass der eigentliche Streifen mit der beste Actionfilm der Welt ist, sollte ja durchaus bekannt sein. Wer ihn noch nicht gesehen hat, jetzt ist die Gelegenheit! Schnappt euch den ersten Teil auf Blu-ray und geht danach gut gelaunt ins Kino, denn es lohnt sich nicht nur wegen Terminator 2 an sich, sondern auch wegen der großartigen Konvertierungsarbeit, welche die Effektkünstler für die dritte Dimension hier geleistet haben. Generell ist das Ganze nun eigentlich ein passender Moment, um einmal kurz über den aktuellen 3D-Trend im Kino zu reden. Als Terminator 1 und 2 Regisseur und Autor James Cameron 2009 mit Avatar die aktuelle 3D-Welle angestoßen hat, wirkte das alles noch wie eine schöne neue Welt. Avatar präsentierte fantastische Bilder, in die man durch die perfekte Technik wunderbar eintauchen konnte, auch wenn die Kinokarte etwas teurer war. Avatar spielte unglaublich viel Geld ein und Hollywood horchte auf. Doch was leider bei den Produzenten dort ankam, war nicht der Teil mit dem James Cameron hat Jahre gebraucht, um seine Vision und das 3D zu perfektionieren. Sondern leider das mit dem, mit 3D können wir mehr Geld machen. So wurden schnell etliche Streifen in die dritte Dimension konvertiert, ohne dafür gemacht zu sein. Dies hält bis heute an, auch wenn die Konvertierungen durchaus besser geworden sind. Viel besser sehen natürlich etliche direkt in 3D gedrehte Streifen wie Dread oder Drive Angry aus. Doch diese gingen und gehen im konvertierten Allerlei leider oftmals unter. So haben mittelmäßige Projektionen im Kino, lustlose Konvertierungsarbeiten und Co. binnen weniger Jahre dafür gesorgt, dass der 3D-Trend sich selbst gefressen hat. Dies kann auch Terminator 2 sicherlich nicht aufhalten, doch der Film zeigt einmal mehr, was man mit Sorgfalt erreichen kann. Konvertiert unter den wachsamen Augen von James Cameron, der bereits Titanic eine gute Neuauflage in der dritten Dimension spendiert hat, macht der Arnie-Action-Streifen hier mindestens genauso viel Spaß wie früher. An der präsentierten Kinofassung von 1991 wurden keinerlei inhaltliche Änderungen vorgenommen. Nur jede Einstellung, ja jedes Einzelbild, wurde sorgfältig in 3D übertragen. Die ruhige Kameraführung hilft auch dabei, dass man so einige 3D-Effekte zu sehen bekommt, die besser sind als bei vielen aktuellen Hollywood-Produktionen. Wer also zum ersten oder zum wiederholten Mal Terminator 2 auf der großen Leinwand sehen will, der sollte sich das Ganze nicht entgehen lassen. In diesem Sinne, viel Spaß im Kino. Hasta la vista, baby.